Hallo, Hallo, Freunde Freunde des Kartenspiels, des Kartenspiels. Kinderkartenspiels. Ja, Boah, wir. was redest du da? Es handelt sich hier nicht um ein Kinderkartenspiel. Wir Ja, spielen okay. ein Spiel um Ein Leben und Tod. Spiel der Schatten spielen wir heute. Ein Spiel der Schatten. Auf Oh der ja. einen Seite haben wir den Flauscher, aka Claudio. Auf der anderen Hallo. Seite den Bingo Bongo, aka AKA dran. ich. Ja, Und wir werden jetzt mal starten. Und der Und. Verlierer wird in den Shadowrealm verbannt. Ja, richtig. Der kommt dann in das Schattenreich. Und verbringt. Oh, ne. Da darf er entscheiden, wer zuerst drankommt. So, Also, jetzt ja. pass mal auf, du. Ich Ah, ich zeig bin dir dran. jetzt mal, Ne, okay. ich zeig dir jetzt mal, wie der Hase läuft. Was habe ich Oh, denn da hier bin ich aber überhaupt für gespannt. Karten? Aha. Okay, gut. Ich habe meinen Ja. ersten Zug getan. Okay, da ist ein Monster verdeckt in Verteidigungsposition gespielt. Okay, du hast hier auch verschiedene Phasen. Also du bist gerade in der Main Phase 1, Vielleicht dann sollte gibt's man noch. sich gerade mal für den etwas erfahreneren Yu-Gi-Oh!-Veteranen, der dieses Video sieht, vielleicht sollte man da gerade mal sagen, dass ich ein paar Folgen von einem Anime gesehen habe und Ach so. generell keine Ahnung von diesem Spiel habe. Ach ja, er hat Anime-Folgen gesehen und Ja, er es hat ist. gesehen, wie die Anime-Charaktere irgendwie Karten auf das Spielfeld gesetzt haben und die haben sich dann abgeschlachtet. Ja. Ja, deswegen kenne ich mich auf jeden Fall jetzt voll gut mit dem Spiel aus und ich bin bereit, Claudio zu besiegen in einem epischen Shadowrun-Duell. Okay, dann bin ich mal dran. Okay, ich setze ebenfalls ein Monster verdeckt in Verteidigungsposition. Oh, okay. Und dann ja, dann beende ich auch meins. Oh mein Gott, dieses Jahr. Also wir benutzen hier Decks, die ich zusammengestellt habe, und das sind die Anime-Decks von einmal Pegasus, das spiele ich, und einmal von Joey, das spielt Daniel. Und wir werden mal sehen, was passiert. Wir hatten vorher kleine Komplikationen, weil bestimmte Karten nicht erlaubt waren und ja, weil ja. Niemand mag hier bitte schön Dings. Wie heißt es? Raigeki oder ja, sonst was. Die Ja, Schattenfisch. das muss ich ja verstehen. Ja, ich muss mir erstmal die Beschreibung durchlesen, damit ich überhaupt weiß, was ich hier tue. Ja, ist kein Bam! Problem. Ich setze diese Karte verdeckt. Es ist eine brutale Karte. Greif mich besser nicht an. Oh, ich bin gespannt. Das Ding ist nur, ich kann dich gar nicht Ja, deswegen habe ich das auch gesagt. Weißt du, Ansonsten hätte ich ich nämlich setze Angst gehabt, ebenfalls dass du mich eine wirklich Karte verdeckt. angreifst. Und dann wende ich ebenfalls meinen Zug. Oh nein, Okay. die Schatten jürmen. Die Schatten jürmen, oh je. Um ehrlich zu sein, Ja. werde ich jetzt diese Karte hier flippen. Oh! Okay, ein Jerry Beans. Okay, dann greif ihn Ah, an, du Arschi. du Hund, warte mal, wie So Attack. richtig, du drückst auf deine Scheiße, dann hier, genau. Und dann passieren Dinge. Also du kannst anscheinend eine Karte aktivieren. Ob du das machen möchtest oder nicht, ist dir überlassen. Was für eine Karte aktivieren? Also, das da oder was? Ja, du kannst sie aktivieren oder auch nicht. Kommt drauf an, was die Karte dir bringt. Na gut, scheiß drauf. Ja. Ich hab sie aktiviert. Oh! Oh, okay, Graceful Dice. Aha, aber siehst du, ich habe ja auch was. Und das ist mein Nein. Dark Eyes Illusion ist und er hat einen Flip-Effekt, wenn er aufgeflippt wird. Und ich kann ein Monster, ja, ich kann dafür sorgen, dass dieses Monster nicht mehr angreifen kann, solange mein Dark Eyes Illusion das auf dem Feld liegt. Aber das bringt mir jetzt herzlich wenig, weil er zerstört worden ist. Ja, du Schwein. Ja, du kannst jetzt deinen Zug beenden. Ich werde jetzt meinen Zug beenden. Das ist schön. Das hast du gut gemacht. Jetzt bin ich mal dran. Oh, ich habe eine geile Karte gezogen. Heftig, ey. Das bringt mir überhaupt nichts. Ich setze meine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Ach, verdammt, was ist das hier? Nein, das macht keinen Sinn. Ist mein Internet aber nur scheiße? Ach nee, ich kann ihn dann nur da hinlegen.
Nee. Nein, du kannst sie überall hinlegen. Also zumindest in den ersten Reihen. Die andere, also die untere Reihe ist für Zauber und Fallenkarten. Ja, okay, dann verstehe. Okay. Ja, ich ende meine Phase, nachdem ich diese eine Karte verdeckt habe. Okay, weißt du, was ich mache? Ich aktiviere Toon Table of Contents. Das erlaubt mir, eine Karte in meinem Deck zu suchen. Und ich nehme Toon World auf die Hand. Und ich muss 1000 Lebenspunkte zahlen, damit sie auf dem Feld bleibt. Aber dafür kann ich nun Toon Monster beschwören. Und ich beschwöre, beziehungsweise ich spezial beschwöre, den Toon Summon Skull. Oh mein Gott, nein. Ja. Du kannst anscheinend eine Karte aktivieren. Oh. Du bist so ein Arschloch. Du Schwein. Da ist das Bondless Trap Hole gemacht, das ist gar nicht schlecht. Aber weißt du, je mehr Toon, also für jedes Toon Monster auf meiner Hand, sofern es weniger als 5 Sterne hat, kann ich es dennoch einfach auch von meiner Hand speziell beschwören. Ich beschwöre Toon. Das Ding ist nur, Toon Mermaid hat weniger Angriffspunkte als ein Jerry Soldatenbodenmann. Aber dafür habe ich auch vorgesorgt, denn ich aktiviere Comic Hand. Das heißt, ich kann deinen Jerry, Jerry einfach zu mir. Solange Toon World offen ist. Und jetzt greife ich dich an. Ach ja. Jerry wird auch als Toon Monster behandelt, solange er mit Comic Hand ist. Und solange Toon World auf ist, kann ich mit Toon Monstern dich direkt angreifen. Und das machen wir doch einfach mal. Und deine Monster kann ich ignorieren. So. Du Hund! Ich kann nichts machen. Was passiert, wenn man auf 0 Lebenspunkte ist? Ja, dann hat man verloren. Ich will nicht in den Shadowrun. Ja, du musst aber nicht. Nein, ich geh nicht hin. Ist okay. Nein. Ah. Zerstört einfach mit Dark Hole einfach alles. Okay, das ist immer eine gute Karte. Jetzt kannst du ein Monster beschwören und mich direkt angreifen. Ich habe aber kein Monster. Ich muss beenden. Ja, gut. Ich ziehe eine Karte. Ich kann leider auch kein Monster spielen. Muss ich meine Phase beenden. Ja. I summon Gearfield Diamond Knight. Oh, nee, nicht. And now I go to the battle phase and I take you in the face. Kannst du eine Karte von deiner Hand aktivieren? Wahrscheinlich kannst du das. Ansonsten würde das nicht so lange warten. Aber es funktioniert irgendwie nicht. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich es auch falsch. Wenn du rechts machst, dann. Hallo, Captain. Ja. Okay. Jetzt kannst du deinen Scheiß beenden. Ach ja. Ich lege. Nee, ich kann nicht. Na doch, 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 du kannst auf The Main Phase 2 und dann kannst du noch irgendeine Karte ablegen. Ah, okay. Aber weißt du, was ich mache? Ich aktiviere doch ein Toon Table of Contents. Nein. Und ich hole mir die Toon Gemini F auf die Hand. Und dann. Strolch. Dann beschwöre ich sie nochmal. Nein. Sie hat 1900. Scheiße. Aber das Ding ist, da ich sie normal beschworen habe und ich meine Toon Monster spezial beschwören kann ich sogar noch ein Toon Monster spezial beschwören. Aber dafür muss ich immer ein Toon Gemini Elf aufgeben. Aber das macht ja nichts, denn ich beschwöre Toon Dark Magician Girl. Oh mein fucking Gott! Jetzt gehe ich zur Battle Phase und jetzt greife ich deinen Gearfried an. Nein, nicht Wilfried! Nein! Und beende meinen Zug. Das kannst du nicht tun. Ja doch, Joey Boy. Now, man, I have killed my time wizard. He was on the field. And then I came a black hole and killed him. My time wizard, man. The time wizard? Yeah. Oh, Joey boy. You don't know anything about the time wizard like I do. Because my toon monsters are going to piss your butthole. Oh, kannst du machen. Vielleicht hast du ja eine Spiegelkraft oder so. Und eine Mirror Force, ja.
damit könntest du mich aufhalten. Klein Schmusekapten, oh, ich bin dran. Ja. Yeah. Aber weißt du, was ich mache? Ne, ich weiß auch noch nicht. Aber hier. Ich beschwöre Manju, der 10.000 Hände oder so. Und ich aktiviere seinen Effekt. Und wenn ich seinen Effekt aktiviere, kann ich mir eine Ritualzauberkarte oder ein Ritualmonster aus meinem Deck auf die Hand holen. Und ich nehme mir meinen Relinquished auf die Hand. Oh mein Gott, nein. Aber weißt du, was ich nun mache? Moment. Ich muss mal kurz gucken. Momentchen. So. Okay. Ja, das okay, you must to declare an attack with if tun. Komm schon, Deck, okay. Ich brauche mal eine gute Karte. Okay, ich könnte das machen eigentlich. I believe aber in the heart of the cards. Ja doch, ich mach das einfach mal, weil, obwohl, was kann eigentlich Dark Magician? Gucken wir mal. Nix. Can attack your opponent unless the okay, usual. Ach so, ja, okay. Ja, ich glaube trotzdem mal. Attack! Ich hab. Was? Ja, du müsstest sie aktivieren. Oh! Guck mal, wo ist Chain? Okay. Nein! Oh, da hast du dich mal gerettet von meinem Dark Magician. Und mein Mantel greift dich dann auch an. Was ist das hier? Was hast du beschworen? Das ist diese kleine Flügelwache. Ja, tatsächlich. Das ist die Battlefish. Aber wenn du mich angreifst, dann werden beide Monster zerstört. Ach. Dann machst du es trotzdem. Okay, hast du getan. Ja. Jetzt. Gute hast Frage, du hast nicht nur coole Karten auf der Hand. Ja, weißt du, wenn ich nachher die Aufnahme sehe, dann denke ich mir, Daniel, du hättest doch die spielen können. Okay. Ja. Warte, bin ich hier? Ich wechsel zum Angriff. Also die Karte ist schon schlecht. Und ich greife dir nochmal direkt. Nein, das du kann. Schwein! Ja. Du hast noch zwei Züge, ehe du tot bist. No fuck! Mein Name vielleicht sollten wir dann mal die Decks tauschen. Mein Pflanzen, Heinrich. Ja. Now I activate. This shit. Na, du legst es, du aktivierst es nicht. Ja, genau. Ist aber okay. Und jetzt. Ja. Sehe ich noch den Scheiß. Okay. Und dann ende ich meinen Zug. Oh. Ich bin gespannt, was du vorhast. Okay. Ich setze diese Karte. Und, ja. Dann greife ich dich an. Nein. What? Kommt drauf an, was das für eine Karte ist. Komm, was ist für ein Attack? Probieren wir mal. Oh, Magical Hands. Ja doch, ist nicht schlecht. Kannst du machen. Muss dann eben nur zwei. Wo ist der Kapu? Kapu! Oh shit, ich muss dafür zwei Karten auf. Bücher. Oh, du hast. Also den Magic Cylinder hätte ich jetzt nicht genommen, weil die ist relativ gut. Und die Polymerization kann man drüber streiten. Aber. Weil nachdem die. Okay, kannst du mir sagen, wo dein Blue Swordsman und weißt du, ich weiß, was ich machen kann. Ich kann dich jetzt auch einfach direkt angreifen, weil es ein Toon-Monster ist. Oh. Ja, könnte ich jetzt, aber ich bin nicht so viel so macht, also ich greife die in der Mitte an. Ist das dein Blue Swordsman? Ja gut. Aber noch das. Oh. Okay. Okay, gut. Da lag er also. Das hat ungefähr gar nichts gebracht. Also du hättest jetzt eigentlich mit deinem Blue Flame Swordsman angreifen können und dann die Teufelswürfelkarte einsetzen können und wenn du mit viel Glück hast, hättest du die Angriffspunkte meines Dark Magician Girls um 300 Punkte senken können, wenn du eine 3 gewürfelt hättest. Ach, halt dann mal. Dann hättest du. Oh. Was wird das? Ich sag mal, schön sauer! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist schon richtig heftig eigentlich. Und jetzt gehe ich in die Battleface.
Kannst du mit meinem Dark Magician angreifen? Und dann greif ich deinen Dark Magician. Du kannst. Shit. Okay, mit Jim so habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist echt heftig. Ich kann Harde für Cards. Jinzo ist eigentlich voll die mächtige Karte, weil ich kann keine Fallenkarten bei Jinzo aktivieren. Das ist schon scheiße. Der negated das einfach. Okay. Ich brauche jetzt eine gute Karte, ansonsten bin ich gefistet. Du kannst nicht in das in die Heart of the Cards belieben, weil ich das schon mache. Ach so, okay. Ja. Kannst deinen Zug beenden übrigens. Ach so, ja. Okay. Komm schon! Okay, ich hab jetzt leider. Okay. Ich hab nichts auf der Hand, was ich spielen könnte. Oh. Ah, der Flammenmanipulator. Jetzt geh ich in die Battlefield. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich verliere. Oh. Dann zeig ich dich nochmal directly. Aha. Heftig. Klar, ein Face. Okay. Scheiße. Ich hab verloren. Ich kann nichts tun. Dankeschön. So. Den habe ich extra reingetan, weil ich nicht wusste, was ich noch reintun soll. Im Gegensatz zu Pot of Greed. Also ja, dann dachte ich mir, ja, okay, wir sind. Now summon the red eyes. Oh scheiße, the red eyes black dragon. And now oh, nee, we're going to the path friends and attack you to death. Wow. Hast du gut gemacht. Ich habe echt gewonnen. Ja, du hast echt gewonnen. So ein Rematch oder willst du das für die erste? Ich würde sagen, wir machen das immer so stückchenweise. Das heißt also kein Rematch mehr. Wir lassen es jetzt so stehen. Außerdem, Claudio, warum bist du überhaupt noch hier? Du bist eigentlich im Shadowrealm. Nein, weil ich was? Ich hab einen Teil meiner Seele in mein Millenniums Auge gemacht und dann. Nein! Ja, ich lebe noch. Aber wie kann das sein? Und du hast dein Millenniums Auge doch gar nicht mehr. Hat dir doch irgendwer rausgerissen. Ja, das hat Bakura mir rausgerissen. Und eigentlich hat er mich damit getötet. Stimmt eigentlich, hat er eigentlich. Ja, im Japanischen hat er Pegasus damit getötet. Warum er dann in der vierten Staffel lebt, weiß ich nicht. Aber so ist das eben. Kaiboy. Also ja, dann, ja, ich weiß nicht, ich bin eigentlich im Shadowrealm, aber ich bin dennoch da. Okay. Okay, wenn du sagst, ich bin im Shadowrealm, ja gut, dann musst du dich für mich verabschieden, weil ich mach jetzt das hier. Ich verabschiede mich für Claudio, der leider im Shadowrealm gelandet ist, weil er dieses Duell verloren hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.